Herzlich willkommen auf der New York International Auto Show und bei mir ist Tobias Moers, der Chef von AMG. Und Sie haben uns heute wieder mal ein ganz besonders schickes Baby mitgebracht. Eigentlich finde ich sowas wie das Highlight der Messe. Keine Ahnung, ob es das Highlight der Messe ist. Für uns ist es Highlight. Ja. Wir haben hier die Weltpremiere vom GLC 63 und GLC 63 Coupé. Hier in der Edition One als S-Modell 510 PS, 476. Der Allradantrieb aus der E-Klasse, aus dem E63, vollvariable Verteilung. Ziemlich cooles Teil und kann alles, ja, jeden Tag und auf der Rennstrecke. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich mir so die Mitbewerber angucke in diesem Feld, die haben ja alle keinen Achtzylinder unter der Haube. Warum hat man sich dafür entschieden zu sagen, komm, wir machen auch noch einen Achtzylinder? Ja, weil wir sind. Wir fanden das ganz gut, die Idee, und wir haben ja die C-Klasse mit Achtzylinder, da sind wir ja auch ziemlich alleine auf weiter Flur. Und ja, es hat sich angeboten. Es ist trotzdem relativ effizient, ja. Wir haben einen ganz guten Kraftstoffverbrauch mit dem V8. Der ist ja auch bekannt als wirklich effizientester V8, den es momentan auf dem Markt gibt. Und das in Kombination mit dem Allradantrieb. Sound ist da und es macht unglaublich viel Spaß. Warum begeistern sich so viele für einen V8-Motor und für viel PS in einer Zeit, wo ja alle anderen wiederum darüber reden, dass wir irgendwie elektrisch fahren müssen und am besten gar kein Benzin mehr verbrauchen? Naja, wir tun ja auch beides. Ja. Also wir haben ja jetzt klar hier nochmal einen V8 vorgestellt. Da drüben steht unser GT Concept aus Genf. Und da sind wir schon den ersten Schritt gegangen und hybridisieren jetzt auch in unserer eigenen Interpretation, wie Performance in Zukunft aussehen wird. Ne? Elektrifizierte Antriebsstränge sind für uns kein No-Go und wir arbeiten auch daran. Ist das so ein bisschen so, also sollten wir das nochmal genießen, sage ich mal, dass es eben auch Autos gibt in der Performance-Riege ohne elektrischen Antrieb? Weil, wie Sie ja sagen, die Zukunft steht da hinten. Ja, wobei, das schließt ja den Spaß nicht aus. Ja, also man kann das schon kombinieren. Ich weiß auch schon, von was ich rede, weil bei uns fährt schon sowas rum. Ja, wir zeigen ja nichts auf Messen, was wir nicht kennen. Es ist nach wie vor natürlich genießend, das, was es heute gibt. Aber man muss auf den Genuss in Zukunft nicht verzichten. Also das Lächeln steht immer noch im Gesicht. Ja. Ich habe noch eine Frage natürlich zur Zukunft von AMG. Dieses Jahr ist ja 50-jähriges Jubiläum. Da erwartet man natürlich den einen oder anderen noch vielleicht so ein E-Coupé AMG oder ein E-Cabrio AMG. Könnte da noch was auf uns zukommen dieses Jahr? Also jetzt zelebrieren wir mal die 50 Jahre und machen eine ziemlich gute Show auf der Nordschleife im Rahmen vom 24-Stunden-Rennen. Da werden wir viel zelebrieren. Da haben wir viel vor natürlich. Wir verteidigen auch unseren Titel dort. Dann haben wir unser Hypercar, das Project One, dann auf der Bühne in Genf. Und alles andere wird dann auch irgendwann mal kommen. Er will sich das nicht so richtig aus der Nase ziehen lassen heute. Nein, okay. Dann sage ich vielen Dank. Viel Spaß hier in New York und viel Spaß mit den beiden Babys hier. Danke.